Und ich okay, glaube, ich bin weg. Daron fangen. Bis dann, bye Leute. Bye. Ciao. Bis dann. Und danke nochmal. Hier, die Sache an die. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken in unserem Schedule. Mhm. Solange wie du guckst, kann ich immer ganz kurz noch, dauert es eigentlich lange, bis ein Speedrun zu einem neuen Spiel rauskommt. Teilweise sind die Speedrun schon da, wenn das Spiel rausgekommen ist. Also einige, schon vorher manchmal. Ja, yeah, aber auch offiziell dann erst. Es gab sogar schon Beispiele, ich glaube, bei Breath of the Wild war das, wo die extra eine Sperre von 2 Wochen reingemacht haben. Das ist Cave Story von dem Macher von Pixel. Wir spielen hier Quote, das ist ein Roboter. Im Endeffekt ist es ein Plattformer, richtig? Es ist ein Plattformer, genau. Mit Story-basierender Plattformer. Hier ist der Mann, der uns gebaut hat. Und er hat da uns eine Waffe hinterlassen, weil, ja, ist nicht mehr da. Wenn ich mal so sagen darf. Okay. Gibt es denn irgendwelche besonderen Mechaniken im Spiel? Irgendwas, was sich so von anderen Plattformern besonders abhebt? Es gibt hier wie Metroidvania, gibt es hier sowas wie Lebenskapseln auch, so wie halt da, wo Leben erhöht wird. Und die Waffen spielen sich leicht anders, weil die haben eine Levelanzeige, wie man da sehen kann. Wenn man die Leiste voll hat, wird die Waffe verbessert. Wie zum Beispiel jetzt mit der normalen Pistole wird dann halt... Nee, das ist so. Der Text ist ein bisschen der... Am A. Und sagen wir mal so, dann wird das halt... Bei der Pistole wird es halt dann 2 Schüsse gleichzeitig und dann nachher ein großer bei Level 3. Aber wenn man getroffen wird, verliert man wieder die Level davon. Das heißt, du verlierst so Leben und du verlierst auch die den Angriffskraft von deiner Waffe. Verliert man das Level dann, also die Level von der Waffe komplett oder nur so einen gewissen Teil davon? Alles klar, Fenrir. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du das selber spielen möchtest und so weiter und so fort. Tu das. Okay. Ja, irgendwie werden Sonderzeichen statt japanischer Schrift angezeigt. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so eine Fan-Translation, obwohl, nee, Fan-Translation. Das ist gar keine Fan-Translation, ist einfach nur so, dass die japanische Sprache die Zeichen nicht anzeigen kann. Keine Ahnung wieso. Man muss auch immer bedenken, dieses Spiel ist ja in dem Sinne damals nie rausgekommen. Das wurde damals zwar programmiert soweit, aber nie fertiggestellt und wurde dann irgendwann Jahre später halt quasi, als das eigentliche Cave Story, glaube ich, rauskam, wurde es halt einfach noch mit dazu geworfen. Und da haben wir das Team Rocket des Spiels gesehen. Das war Misery und Balrog. Also Misery war die Dame, die kleine Hexe, die ja geflogen ist, und Balrog war das viereckige Ding. Na, okay. Das ist Pokémon-Anspielung, glaube ich, ne? Ja, weil wir werden die immer wieder sehen. Ah, okay. Ja gut, ich bin bei Pokémon sowieso raus, deswegen. Und danke, Quandox, für die Subscription. Hier sind wir jetzt, Graveyard, also hier im Friedhof, um uns eine Schlüssel zu holen, den wir brauchen. Wie sieht's RNG-technisch in dem Spiel aus? Gibt's einen großen RNG-Faktor oder lässt sich das alles soweit kontrollieren? Eigentlich eher kontrollieren. Im Movement von den Gegnern ist ein bisschen RNG, aber sonst... Okay. Also nichts Wildes. Ja. Also vom Grafikstil insgesamt gefällt mir das tatsächlich. Ich meine, es ist quasi so dieser typische heutige Pixel-Grafikstil, der mittlerweile leider ein bisschen inflationär benutzt wird. Aber zu der Zeit hatte das immer noch was. Da war es tatsächlich auch noch ein bisschen erfrischend. Und hier die Story in dem Spiel jetzt erstmal ist, dass wir halt einfach aufgewacht sind mit Amnesie. Wir haben keine Ahnung, was los ist.
Ah, hier ist gerade ein Bug gewesen. Da war Cutscene eigentlich. Weil wir auf so einen Gegner, fliegenden Gegner geflogen sind, hat er uns einfach mitgenommen. Und haben wir keinen Schaden bekommen bei Cutscene. Oh, okay. So it's fairly high risk, high reward. Or high risk, low reward. Nice hearts. Gut, ich habe mich gerade gewundert, warum man da einfach stehen geblieben ist, oder? Wird schon seinen Sinn gehabt. War eigentlich eine Cutscene, aber wir sind da halt ein bisschen weit nach rechts geflogen mit den kleinen Viechern. Genau. Denn, ja, nochmal wieder zurück zur Story. Wir kommen einfach an, gehen raus und kommen in die, die Stadt der Mimigas, diese kleinen, die kleinen haarigen Viecher, die da waren. Da wurde dann eine, die mit dir geredet hat, einfach entführt worden von dem Doktor und seinen Handlangern. Und jetzt versuchen wir sie halt zu befreien wieder. Weil wir gefragt wurden, ob wir das können. Hier werden halt Experimente mit Eiern, mit großen Eiern gemacht. Hier haben wir den ersten kleinen Miniboss. Das ist ein Mimiga, der verwandelt wurde mit einer Substanz, die die Doktor benutzt. Wir werden den halt richtig groß und sehen dann halt, können dann Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden. Okay. You want to get a quick donation in? Sure, we have a $500 donation from Redshifter. Oh, yeah. Wow. Man, dude, shifty. They say du hattest das, diese Variante hier auch gespielt, hattest gesagt. Genau. Ne? Kann man, dadurch, dass jetzt die Texte da so komisch aussehen, kann man das überhaupt ordentlich spielen? Also so die Sache ist die, Pixel hat das von seiner Seite. Also die noch eine englische Version auch noch hingesetzt und da ist die Sprache vernünftig. Mhm. Ah, okay. Also da kann man das alles lesen, aber auf Englisch. Weil Cave Story Plus ist, glaube ich, sogar mit deutscher Übersetzung. Okay. Mich hatte Cave Story Plus damals tatsächlich auch eine Weile gereizt, allein schon weil es von Sega war und ich als oller Sega-Fanboy muss oder werde dann natürlich immer hellhörig. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, das dann tatsächlich mal selber zu spielen. Kann sogar sein, dass ich es auf Steam habe, aber dann habe ich es nicht. Hier hat man gerade einen Damage Boost gemacht, um nach oben zu kommen. Um hier. Und man könnte hier gerade rechts in das Haus reingehen und sich den Raketenwerfer kaufen, was aber recht langsam ist gerade. Weil die Waffe, die wir jetzt gerade haben, noch um einige stärker ist. Und halt keine Munition kostet. Okay. Level 3 bei der Waffe ist Maximum, richtig? Genau. Okay. Geht das für alle Waffen oder nur für diese eine? Okay. Jede Waffe hat Level. Mit einer dementsprechend viel Stärke. Kannst du sagen, wie viel stärker die Waffe auf Max-Level so im Vergleich zum Standard ist? Also weiß ich, doppelt so stark? Macht eigentlich oder? 2 Schaden, die nächste macht 4 Schaden, die dritte macht 8 Schaden jetzt, die wir jetzt haben. Okay, ja, das ist schon mal eine ordentliche Steigerung. Also versucht man sie immer auf 3 zu halten. Na klar, logisch. Ich meine, 2 und 8 war das, ne? Genau, also vierfacher Schaden und ist hier nicht zu verachten. Die Sache ist die, hier ist jetzt ein Mimiga einen anderen Mimiga eingesperrt, weil die nicht hinzugehört, sozusagen. Die Handlanger wollten eigentlich die haben, die jetzt eingesperrt ist, aber haben eine andere genommen und deswegen. Ja. Und es gibt halt einen Grund, weswegen sie einen von diesen Mimiga haben wollen. Also die bestimmte, die jetzt eingesperrt ist. Ah, okay. Aber das. Ich will nicht spoilern für die Leute, die ein bisschen noch spielen wollen. Weil die Story ist auch richtig schön eigentlich. Okay. Mit manchen Easter Eggs und sowas alles. Ist das eher so eine philosophische Story? Ich meine, du musst ja jetzt nicht genau drauf eingehen, aber so grundsätzlich vom Ton her.
Ist eine ganz normale Story, ja. Ah, okay. Weil solche, gerade so eine Indie-Games tendieren ja öfter mal dazu, sowas, so einen philosophischen Ansatz zu haben. Ist keine philosophisch. Okay. Jetzt haben wir den Feuerball gekriegt, der richtig stark werden kann. Zählt der auch als Schusswaffe? Also kann der auch aufgelevelt werden? Ja. Das ist nochmal, okay. Aber du musst denn die Waffe hier anhaben, sozusagen, so, dass benutzen. Oben links die Waffe ist, damit die auch aufgelevelt wird von den gelben Teilen, die Gegner fallen lassen. Ja klar, ich meine, macht ja auch Sinn, dass nur die aktive Waffe dann wirklich aufgelevelt wird. Der Feuerball hier geht dann halt, springt dann halt am Boden noch ein bisschen. You guys donated for this, so when Chaco is close to her bed, you can sleep in the bed and Alles klar, Faxal, dann bis später. Wir haben jetzt halt auch in dem Bett da geschlafen und dann war halt eben gerade auch der Mimiga neben mit auf dem Bett und wir haben auf einmal einen Lippenstift bekommen. Okay. Wieso nur? Wer weiß. Hat jemand ein delikates Geheimnis, glaube ich. Es gibt noch was viel Schlimmeres zu finden auf einem Boah, jetzt bin ich raus. Was kann ganz schnell mal passieren. Irgendwas mit finden, wolltest du sagen. Genau. Es gibt noch Man kann auch was finden, was noch ein bisschen mehr anstößiger ist, kann ich mal Ach sagen. So. Aber das ist sehr gut versteckt. Okay. Werden wir im Speedrun wahrscheinlich nicht sehen, oder? Nee. Okay. Das bringt auch rein gar nichts. Man hat es einfach nur. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, ein Dialog wird leicht verändert, wenn du das hast. Ja gut, aber wahrscheinlich wird dieser eine Dialog für den Speedrun jetzt auch keinen Unterschied machen. Nee, selbst wenn er vielleicht ein kleines bisschen länger dauert, kleines bisschen kürzer ist, selbst dann würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen, weil das Einsammeln wahrscheinlich dann noch länger dauert. Aber gut, dann haben die Leute, die jetzt durch den Speedrun Interesse an dem Spiel entwickelt haben, die haben dann vielleicht auch noch was zu entdecken. Und diese kleinen goldenen Dreiecke, das sind die Level-Up-Dinger, ne? Hier haben wir unseren einzigen Skip gerade gesehen, mit dem Damage Boost zweimal. Ah, okay. Weil eigentlich sollte man da, wo wir jetzt hier mit der einen Dame geschlafen haben, sozusagen, hier da durch den Kamin gehen, weil man den ja auch ausgemacht hat, aber wir haben einfach Damage Boost genommen. Also Damage Boost, ich kann es mal ganz kurz erklären, da gibt es verschiedene Arten. Einmal Damage Boost. Die Tür klingelt. Achso, deine Tür. Ah, ja gut, ich dachte hier im Spiel irgendwie. Ne, dann erkläre ich kurz so lange Damage Boost im Allgemeinen für die Leute, die sich mit Speedruns noch nicht so auskennen. Damage Boost ist beispielsweise, wenn man jetzt durch irgendein Areal mit vielen Gegnern läuft, dass man sich einmal treffen lässt, damit man kurz unverwundbar ist und einfach schnell durch die anderen Gegner durchlaufen kann. Es gibt aber auch Damage Boost, zum Beispiel, wie wir es hier jetzt eben gesehen haben, dass eine Plattform gerade so außerhalb unserer Reichweite ist, aber wenn wir im Sprung dann vom Gegner getroffen werden, werden wir auf diese Plattform raufgeschleudert, womit man dann halt durchaus mal einige Areale skippen kann oder halt sich Abkürzung schafft oder dergleichen. Ja, und das ist so der Sammelbegriff für sowas ist dann ein Damage Boost. Also Damage Boost dient generell immer dazu, das irgendwie schneller zu machen. Auf die eine oder andere Art. Ja, aber nee, dafür haben wir kein Comment, Alex. Stimmt, also ich meine gut, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, dafür auch noch ein Comment zu machen. Ansonsten hätten wir Kommentatoren ja irgendwann gar nichts mehr zu erklären, dann würde das Ganze auch ein bisschen unpersönlich werden, glaube ich. Muss ja auch nicht sein. Alarm, missing command. So, jetzt hatte ich vorhin groß angekündigt, wenn End kurz weg ist, dass ich euch dann unterhalten werde hier, dass ich euch schon beschäftigen werde, jetzt weiß ich gerade gar nicht wie. Ich kann aber kurz fragen, was so, worauf ihr euch noch am meisten freut bei diesem Event. Das ist immer so eine Standardfrage.
Ich gucke nämlich auch nebenbei mal kurz rein. Für mich wäre es wahrscheinlich, ja, natürlich Minecraft, nein. Also ich habe nichts gegen Minecraft oder so, aber Chrono Trigger. Ja, ich sag einfach mal Chrono Trigger. Da freue ich mich schon drauf. Was, TS? Ich sollte mich doch nicht über TS anschreiben. Ja gut, das kann ich tatsächlich in der Zeit kurz machen. Von wem war das? Achso, von, wir haben eine Donation von Loloman über 50 Dollar mit dem Kommentar, Moment, so, jetzt ist er wieder da. Greetings from Germany, Rummel. Good luck to all runner and have fun. Vielen Dank dafür, Loloman. So, ich bin wieder da, ich habe ein großes Paket bei mir im Zimmer. Oh, dann weiß ich ja, was ich genau danach mache nach dem Run. PC? Ja, natürlich. Oh, sehr schön. Kannst du es jetzt, glaube ich, kaum erwarten, ne? Ich kenne sowas. Der Run soll hinmachen. Genau. Da soll man einen neuen VR hier aufstellen. Ja. Ihm gerne. So, ja, ich hatte jetzt, ich bin aufs Spiel eben in der kurzen Zeit nicht weiter eingegangen, weil ja auch eine Donation war. Da schon eine Raketenwerfer. Okay. Wie man sehen kann. Hat man eigentlich unendlich Muni mit den Sachen? Nee, mit dem Raketenwerfer nicht. Ah, okay. Wäre auch zu stark. Ja gut, das stimmt. Placebo-Droide? Nein, es ist kein Run ausgefallen, aber die haben halt, ja, sind halt teilweise sehr weit unter Äste mitgeblieben und haben auch bei den Setup-Phasen teilweise das ein bisschen beschleunigt. Jetzt sprengen wir uns halt einfach durch die Tür, weil, wieso nicht? Mhm. Und jetzt finden wir auch einen Wissenschaftler, aber der... sind halt nette Wissenschaftler, weil... auch sowas sagen wir mal so, es gibt halt einen Doktor, der halt, wie gesagt, die Mimigas hier entführt und das sind halt... zwei Leute, die eher recht nett sind. Ah, okay. Achso, und dir wird auch zu deinem neuen PC gratuliert. Vielen Dank, Multi-Jungle Gaming. Sure thing, we've got a $25 donation from Strategos J. Caved into donating during an amazing cause and a storied... Gibt's in dem Spiel so mehrere grundlegend verschiedene Gebiete, also so vom Setting her? Ja. Okay. Das. Weil bei werden wir auch noch bald sehen. Okay. Ich frage mich, weil... Das Spiel wird auch richtig düster nach einer Zeit auch noch. Oh, okay. Also was gefällt mir ja immer. Nee, bei dem Namen Cave Story könnte man ja denken, dass man wirklich die ganze Zeit immer nur durch Höhlen durchrennt. Und da kann es dann ein bisschen schwierig sein, das Ganze abwechslungsreich zu gestalten. Es geht, aber es ist gar nicht so einfach. Und jetzt wird er erstmal den Feuerball aufleveln. Hoffentlich wird er nicht zu oft getroffen dabei. Weil hier rennen ja wirklich eine Menge Gegner rum gerade. So, this is a pretty spicy run so far, huh? Yeah, it's pretty good. No big mistakes so far. And here is probably the longest cutscene. Achso, haben die einen 2-Stunden-Run noch rausgeschmissen? Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Muss dann gewesen sein, als ich gerade nicht da war. Jeffrey mag Kekse, nein, das machen wir nicht, weil wir wollen nicht, dass die hinter einer Paywall sind, die Emote. Die soll jeder benutzen können. Wir machen uns neue. Nur mal der Neugierde halber, welches Spiel ist das gewesen? Achso, Battle for Bikini Bottom von Shift, okay. Aber irgendeiner von uns hatte sich doch auch schon so darauf gefreut. Okay. Aber gut zu wissen. Hier ist Curly. Da sehen wir jetzt gerade jemand, der auch so ein bisschen menschlich aussieht. Aber Curly, Brace. Hat uns gesehen und ist abgehauen. Ist wohl schüchtern. Hat einen anderen Grund. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Also, aber das ist, ich weiß nicht, ich mag dieses, der ist schüchtern.
Wir müssen halt gegen sie kämpfen, weil sie will die Mimiga, die sie da hat, beschützen. Weil das waren, die hat halt, die waren gekidnappt worden, aber sie hat sie halt befreit. Und wo hat sie denn halt in ihrer Wohnung, ihre Wohnung hier, die Schutz dagelassen. Okay. Jetzt haben wir die beste Speedrun-Waffe bekommen, aber nicht die stärkste Waffe. Die haben wir jetzt dadurch versaut. Aber wer braucht schon eine starke Waffe, wenn diese Waffe dir den Speedrun um einiges erleichtert? Erstens ist es Maschinengewehr, also musst du nicht die ganze Zeit drücken. Und ab Level 3 ist dieses Maschinengewehr richtig gut. Okay. Werdet ihr noch sehen, das wird man so häufig benutzen nachher. Hm, da bin ich mal gespannt. Ihr müsst aufpassen, hier sind Sandkrokodile. Beißen gerne zu. Okay. Oh wow. Hab's so gerade gesehen. Aber es geht eigentlich Melior. Melior kann uns scheinbar nicht hören. Ich hab's nämlich gerade bei uns im Discord gelesen. Melior hat den Stream gemutet, deswegen muss die Frage dann im Chat mal beantwortet werden. Achso, ja, und was das Thema mit dem gebannten Runner angeht, ich habe so ein bisschen angefangen hier im Stream, tut mir leid, ne, aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also ich kenne die Gründe selber auch nicht. Hier ist man halt, benutzt man halt die Taktik, ganz nah dran zu stehen, weil das hat wie bei Mega Man Sache, man hat immer nur eine bestimmte Anzahl an Projektile, die auf der Karte sein können und wenn man halt ganz in der Nähe steht, kann man halt spammen wie sonst was und hat man ja die Lebensleiste gesehen, die runterging. Das Spiel ist eigentlich auch sehr fair, weil auch immer hier Heilung vor Bossen und sowas ist, meistens. Oder du genügend Gegner hast, um zu heilen. Okay. Irgendwie, ich wollte gerade sagen, mein Stream hängt gerade irgendwie, aber hat sich schon erledigt. Was war denn das da unten? Achso, werden wir gleich nochmal genauer sehen. Das war nicht gut. Da wurde er gerade getroffen. Oh. Ja. Getroffen heißt, dass er jetzt auch so, jetzt haben wir den Hund der Oma wiedergebracht. Da kommt wieder Balrog. Der James. Irgendwoher kenne ich diese Sprite. Von diesem, was immer das genau sein soll. Toaster oder keine Ahnung. Wahrscheinlich eher. Nee, der Macher von dem Spiel hat auch Kero Blaster gemacht, wenn man das noch kennt. Sagt mir was, ja. Müsste ich mal ein Bild sehen? Der ist schon häufiger im Stream gewesen. Oh, okay. Also hier mit GDQ-Stream. Ja, GDQ auch. Achso, okay, cool. Hier muss man jetzt die Hunde holen. So, und jetzt ist... nee. Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt die Machine Gun auf Level... Also jetzt kann man es sehen. Da kann man es jetzt ein bisschen sehen, was die Machine Gun halt so stark macht. Die wird aber nach einer Zeit auch schwächer, also du kannst nicht permanent durchschießen. Okay. Ja klar, ich meine, das wäre ja sonst ein bisschen sehr übertrieben, glaube ich. Jetzt helfen wir halt der Oma jetzt gerade ihre Hunde zu kriegen. Die hilft uns denn danach. Wie man hier sehen kann, ist sie gerade ein... Da hat man am Stein eine Foto gesehen, da kannst du einfach durch. Und das, was Kailan gerade geschrieben hat, das wollte ich nämlich vorhin mal nachfragen, irgendwie bin ich von abgekommen. Kailan schreibt nämlich, er schießt mit einer Waffe, also tötet die Gegner mit einer Waffe und wechselt dann immer schnell auf eine andere Waffe, um mit dieser Waffe halt die Erfahrungspunkte einzusammeln. Ja, die gelben Kristalle, ja, so genau. Macht man das ja auch. Weil, warum mit der schwächeren Waffe anschießen, die dann länger dauert, die Gegner zu töten, als mit einer starken Waffe zu schießen und dann schnell zu wechseln? Gott, ich hoffe, man hört den Baulärm im Hintergrund nicht. Irgendwie bauen die hier auf der anderen Straßenseite gerade.
Also falls es störend wird, muss ich irgendwie auf Push-to-Talk wechseln oder so. Aber dann einfach Bescheid sagen, im Zweifelsfall. Ja, mit den 2021 wurde schon berichtigt, Dark Flower. Und hier haben wir jetzt wieder einen Geheimgang. Jetzt die Sache ist die. Hier sind Plattformen, aber die sehen wir nicht. Okay. Aufpassen, da ist ein totes Skelett. Also da ist nicht gerade. Da ist es nicht sicher, da wo er beinahe runtergefallen ist. Okay. Wäre das einfach ein Gegner gewesen, der dann auch. Ja, wäre wieder ein Krokodil gewesen. Ach so, ah, ja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Skelett an sich irgendwie aufsteht. Aber ja, macht tatsächlich auch Sinn. Bizarre, ich habe kein Geld für Summer Sale. Wieso nur? Ja, wieso nur? Du hast doch gerade einen neuen PC, da lohnt sich das Summer Sale doch jetzt. Ach nee, Moment, entdecke den Fehler. Gott, wie viele Hunde hat die denn? Paar. Ein paar. Also siehst du, der Hunde-Lady. Keine Katzen-Lady. Mhm. Hi Malatus. Naja, die meisten Angebote, die du haben willst, Kaiser, hat man eigentlich schon, deswegen. Da keine ja, so besonderen Angebote. So ein paar Kleinigkeiten habe ich aber auch schon entdeckt. Ich packe das zwar im Moment erstmal alles nur auf die Wishlist, also kauf's noch nicht, weil ich dann halt mal in Ruhe nochmal gucken will. Aber gerade bei so einem Event stößt man ja immer mal auf so kleine Spieleperlen. Weiß ich, ich habe ja zum Beispiel Next Machina mal auf die Wishlist gepackt, weil ich das zusammen mit Tiger kommentiert hatte und das sah ganz nett aus. Oder hier Disney's Afternoon Collection hatte ich vorhin mal kurz empfohlen. Weil, dann kannst du ja jetzt auch Cave Story Plus mal raussetzen. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt... Es kann nämlich sein, dass ich das tatsächlich schon auf Steam habe. Ob das, also kann sein, dass es so in meinem Pile of Shame schon irgendwo mit drin ist. Nee. Cast Illusion, Castlevania, Child of Light, nee. So, jetzt wollten wir ihr gerade den letzten bringen und dann kam der Balrog und hat dann wieder... Hey! Die anderen Hunde sind wieder weg. Oh, okay, das ist doof. Und die hat jetzt einen Lebenstrank uns gegeben, wenn wir mal uns heilen müssen. Nette alte Lady, quasi. Eigentlich nur die Optik. Hummingbird. Also ich weiß nichts. Und halt, glaube ich, das Soundtrack neu gemacht. Ist es denn auch eine komplett andere Engine in dem Sinne? Weil da könnten sich dann ja auch ein paar andere Tricks, also gerade für Speedruns, dann ergeben. Gute Frage. Eigentlich ist es nicht viel anders, also... Okay. Halt meistens alles nur ein bisschen überholt. Das war's dann auch. Achievements und sowas alles. Neue, die Musik wurde überholt, Grafik wurde überholt. Und an Halloween und Weihnachten sind die Sprites von Gegnern und Charakteren anders. Oh, das ist cool. Sowas finde ich immer witzig. Und man hat, glaube ich, auch noch Schwierigkeit, man einstellen kann. Also einfach, schwer und sowas alles. Mhm. Also im Endeffekt aber einfach nur eine, ja, quasi Director's Cut von dem Spiel hier, wenn man so will. Oder ein Remaster. Oder dann gibt es halt noch kleine Modi, wie zum Beispiel eine Time Attack oder hier Boss Rush und sowas alles. Oh, okay. Aber das ist nochmal alles extra. Hier will man hundertprozentig nicht, dass man Maschinengewehr runterfällt. Also auf 2 runterfällt. Wenn man sehen kann, hat Doktor diesem Mimiga diese rote Pflanze gegeben und daraufhin wurde sie halt so groß und... wurde so groß und wild und
der andere Typ, der hier die andere eingesperrt hat, den Nicht-Mimiga sozusagen, der aber aussieht wie ein Mimiga, ist jetzt gerade gestorben dadurch und hat uns seine Waffe gegeben. Und jetzt kam Balrog und hat uns K.O. gehauen und Misery hat uns wegteleportiert, aber ihn auch. Jetzt sind wir im Roboter. Ja, hab ich, Sayuke. Hier um uns wieder so ein Live-Container, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Wie man sieht, diese ganze Passage mit dem Maschinengewehr ist halt, ja, macht es um einiges einfacher. You'd have to climb this normally or try to get experience off of these purple guys and they might hit him along the way, de-level him more. It's pretty awful. Hallo Sayuke, übrigens. Also ohne Maschinengewehr müsste man hier halt alles alles springen und das ist halt, ja. Deswegen ist dieses Maschinengun auch die stärkste Waffe für den Speedrun. Aber es ist halt nicht die stärkste Waffe, um Schaden zu machen. Die haben uns jetzt versaut, weil wir dafür die Waffe, die wir am Anfang haben, eingetauscht haben. Okay. Und hallo, mieser Friese. Und ja, generell hallo an alle, die jetzt so langsam hier reinkommen. Ich wollte gerade sagen, die langsam aufstehen, aber es ist ja schon 14 Uhr. Hier war wieder, hier hat man gesehen, dass hier Curly war, weil sie K.O. war und das ist sozusagen ein Arzt. Okay. Und die Klinge ist extrem stark, wenn die aufgelevelt ist. Okay, Sayuke ist wirklich erst seit 15 Minuten wach. Gut, bei so einem Event kann das tatsächlich mal passieren. Oh, hier hat er sein Maschinengewehr verloren, Level 3. Oh, da hat er Level... Ja, hier hat man die Medizin für Curly Brace geholt. Damit es ihr dann besser geht. Wie liegt er deiner Meinung nach im Moment so in der Zeit? Kannst du das beurteilen so einigermaßen? Ganz gut eigentlich. Okay. Aber natürlich hat er ein bisschen sicherer gespielt, mehr Lebenscontainer und so geholt. Mhm. Ja klar, ist ja normal bei so einem Marathon. Oh, Level 1, die Waffe nur noch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, das wie ist, das gewesen. Das ist die Klinge. Ach so. Die ist sehr stark. Also auch schon auf Level 1. Ja. Okay. Macht jetzt schon 15 Schaden. Level 1. Ich vermute auch mal, die Klinge auf Max-Level zu halten, ist gar nicht so einfach, weil man ja auch immer dicht an Gegner ran muss und dementsprechend sehr häufig auch selber getroffen wird, ne? Heißt oder Nax? Wie man hier sehen kann, das ist das nur Level 1 Schwert. So viel Schaden, wie das macht. Oh wow, da hat man es eben ganz gut gesehen. Ist das hier sowas wie ein Bossgegner oder Zwischenboss? Es ist ein Boss, ja. Okay. Eine Katze. Was, eine Katze? Eine Katze im Roboter. Oh ja, so. Ja, jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Darf ich sagen, dass das Spiel ein wenig seltsam ist? Ja, man hat gerade gesehen, dass ein Professor, den wir letztens noch gesehen haben, der aber mit dem Scooter abgehauen ist, einfach runtergefallen ist. Okay. Hier versucht man gerade mit Curly den Stein wegzuschieben, aber es funktioniert nicht. Hier haben wir wieder Balrog oder auch James. Ich muss bei Balrog immer an den aus Street Fighter denken. Also den Boxer. Hier hat man wieder gesehen, die Klinge macht einfach kurzen Prozess. Hat man ihn beinahe dazu gebracht, den Stein schon so wegzumachen, denn so, hey, warte mal, ihr seid meine Gegner, wieso sollte ich das machen? Und dann haben wir gegen ihn gekämpft und dann hat er das doch trotzdem gemacht. Dann hat er uns den verstärkten Raketenwerfer gegeben. Entschuldigung. Und jetzt wird das Spiel schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Da
I got the big Dorito, dude. Nice. Wird anspruchsvoller, sagen wir es mal so. Ah, okay. Oh. Entschuldigung. Fang an, mach du. Na gut, Sayuka, das Spiel ist an sich aus dem Jahr 2004, wie auch oben links steht im Overlay. Allerdings wurde das ursprünglich schon fürs Mega Drive entwickelt oder Genesis und ist dann aber eine ganze Weile auf Eis gelegt worden und wurde dann irgendwann so in so einem halbfertigen Status veröffentlicht, damit es nicht komplett verloren geht. Und später kam dann halt Cave Story Plus. Und das ist quasi die, ja, wenn man so will, die modernere und fertige Version davon dann. Naja, an sich ist dieses Spiel auch fertig. Ja gut, also so habe ich das vorhin zumindest mal verstanden, dass das ein bisschen unfertig gewesen ist damals. Nee, es hat einfach nur ein bisschen länger gedauert, bis es rauskam, aber fertig ist das Spiel. Ah, okay. Gut, dann habe ich das falsch verstanden. Dann nehme ich alles zurück. Hier wieder Damage Boost. I'm thinking Magma Peach. That's a good one. That's a good one, yeah. Yeah, shout out to Magma Peach. Nee, Cave Story Plus ist einfach nur, dass die Grafik und Musik nochmal neu gemacht worden sind, also verbessert, dass man einen Hard-Modus hat und einen leichten Modus und ja, ein paar Sachen wie Time Attack und so noch hinzugefügt hat. Und hier wird's jetzt die Stelle, was ich meine, wird ein bisschen düsterer. Okay. So von der Story her oder vom Ambiente? Story und Ambiente. Oh, okay. Hi hat man gerade drüber informiert, Freitag der 13. ist gerade für 3 Euro im Summer Sale. Das ist doch auch noch nicht so alt, das Spiel. Also wem sowas gefällt, der kann da gerne zuschlagen. Ja. Darf ich in 3 Stunden? Achso. Saitobos, es sind nicht immer die aktuellen Weltrekordhalter, aber es sind normalerweise, weiß ich, ja, so Top 3 Spieler auf jeden Fall. Also teilweise ein bisschen niedriger, aber dadurch, dass GDQ da so viele Submissions kriegt, können die sich halt auch wirklich die besten rauspicken. He wants to sustain the air from during the fight. Going into that cutscene. Oh. First wave. Und durch den Sale wird's dann vielleicht wieder gespielt, ich weiß es halt nicht. Ich habe selber nie gespielt, ich kann, weil Kaiser jetzt auch gerade schreibt, ist verbuggt. Und die Entwickler kümmern sich nicht drum, kann ich selber nicht beurteilen. Es ist auch so, die Sache ist die haben die Lizenzen verloren für das Spiel. Deswegen dürfen sie auch nichts mehr machen damit. Okay, nach so kurzer Zeit schon Lizenzen verlieren, dann hat man irgendwas beim Lizenzenkauf falsch gemacht. Naja, egal. Wie man hier sehen kann, ist der Gegner halt nicht mehr gerade so nett. Und das Problem an der Sache ist, das ist der Inselkern. Der Inselkern, okay. Ja. Hier. Wenn man hier bestimmte Sachen nicht gemacht hätte, könnte man das hier, dieses Seil nicht mitnehmen. Mhm. Und man sieht ja, dass Curly da gerade auf dem Boden liegt. Mhm. Da in dieser Luftblase, ne? Ja. Okay. Sache ist die, wenn du das nicht hättest, könntest du sie nicht mitnehmen und sie würde da sterben. Mhm. Weil sie gibt dir die Luftblase und würde dann liegen bleiben. Und dann müsstest du sie einfach da lassen und sie würde sterben. Oh, okay. Das wäre natürlich doof. Ja. Aber da wir Sachen vornherein ein bisschen was gemacht haben und geholt haben, können wir sie jetzt retten. Okay. Das ist halt der Weg dazu, um das Best Ending zu kriegen. Sayuke, was ist? Achso, ja, gut, Ziff hat ja auch das Comment gerade geschrieben. Also ZFM Oktoberfest-Marathon. Unser Event im September, Oktober. Am 27. geht's los. Also 27. Habe ich November gesagt? September meine ich. September, Oktober. Und am 27. September geht's los.
3% at this at best. Das Schedule ist jetzt direkt vorm SGQ auch fertig geworden. Wird sich natürlich noch ein bisschen ändern. Also es gab schon ein paar Anfragen, so von wegen, ja, da kann ich nicht und das ist ein bisschen ungünstig. Ja, das, da kümmere ich mich dann nach dem SGQ. Jetzt haben wir halt Curly aufs Bett gelegt, damit sie... Jetzt müssen wir sie, sie ist halt auch ein Roboter wie wir und müssen wir jetzt irgendwie... Haben wir jetzt erstmal das Wasser von ihr rausgenommen, sozusagen. Okay. Weil sie halt voller Wasser war. Mhm, ja. Ist beim Roboter ein bisschen doof dann. Ja. Kein Mortos. Hier benutzt man halt ein Maschinengewehr, um ein bisschen schneller von A nach B zu kommen. Mhm. Das ist, denke ich mal, vom Spiel auch so beabsichtigt, dass man mit dem Maschinengewehr auch quasi schweben oder gleich. Naja, du kannst auch, ja, und, aber die Sache ist die, du kannst ja auch ohne Maschinengewehr hier hingehen. Ja gut, stimmt. Jetzt kommt der nächste Boss. Ah, knapp, beinahe One-Cycle. Leider okay. Nicht. Oh ja, ich hab's gerade gesehen. Da hat auch jemand in der Couch gesagt, wenn du den One-Cycle, dann donate ich was. Mhm. Weil es nicht schade. Sehr häufig ist. Mhm. So coming up is the very last new mechanic that's gonna get introduced, which is the booster. And it just completely... Der einzelne Fisch da im Wasser, eben, der sah so einsam aus. Kann man schon fast Mitleid mit haben. Jetzt holen wir uns gleich einen Jetpack. Mhm. Hätten wir uns schon früher holen können. Aber die Sache ist die, denn wäre ja nur 0.8 und nicht 2.0. Und wir brauchen den 2.0er, um das beste Ending zu kriegen. Ah, okay. Sayuke fragt gerade nochmal nach der Lore bei dem Spiel. Willst du die nochmal irgendwie in Kurzform erklären? Ja, ist diese Sache so, du wachst auf mit Amnesia, kommst an bei der Mimiga Village und merkst, dass hier der Doktor und seine Handlakaien die Bewohner dieses Dorfes hier kidnappen. Und du willst jetzt gucken, wieso und weshalb und willst jetzt den Doktor hier aufhalten. Weiter hier seine Experimente zu machen und so weiter und so fort. Ja. Wenn man hier sehen kann, sind die Viecher aus den Eiern ein bisschen geschlüpft. Mhm. Manche konntest du reingehen, manche nicht. Und durch den Booster können wir halt, wie man sehen, wie ein Jetpack nach links und rechts und so schweben. Mhm. Sei denn, das ist Esperanto, ganz einfach. Ja, also es soll eigentlich japanisch sein, aber der PC hat halt die Assets nicht, um die Schriftzeichen richtig darzustellen. Deswegen sieht der Text da ein bisschen komisch aus. Wer sind immer die Leute auf der Couch? Das sind für gewöhnliche... Hier, so, gehe ich gleich drauf ein. Hier könnte man gerade... hier könnte man jetzt sagen, hier könnte man das Bad Ending machen. Das heißt, er hat jetzt gefragt, ob man nicht einfach mit dem Drachen, den er hat, einfach verschwindet. Okay. Weil wir haben ja den Kern zerstört und die Insel... Ja, die wird nicht mehr lange existieren. Okay. Ja, wir haben es nicht zerstört, aber es ist halt nicht mehr gerade so gut. Ja gut, wir haben gegen den Inselkern gekämpft, ne? Das muss ja irgendwelche Auswirkungen haben. Och, die Musik hier ist toll. Ja, ich höre sie ganz leise. Ich glaube, im Restream hört man die gar nicht. Aber die Musik hier in dem Gebiet ist wirklich 1A. Okay, und ich kann ja mal ganz kurz auf die Frage von Seiterboss eingehen. Die Leute auf der Couch, das sind entweder immer andere Runner von dem Spiel oder halt irgendwelche Freunde von dem Runner. Also er sucht sich selber aus, wer damit auf der Couch sitzt. Und die unterstützen ihn dann meistens so mit Commentary ein bisschen. Here's Curly again. She somehow keeps appearing in random places. This time she has amnesia. So, ich mach mal kurz Mikro aus, weil hier ein... Come on. You got this. There we go. Ich muss mit dem Satz ausmachen, weil hier irgendein Krankenwagen lang gefahren ist gerade.
Hier haben wir mal wieder Curly gesehen, aber diesmal hat Curly die Amnesia. Okay. Amnesie. Weil nach dem Fischkampf wurde man halt getrennt mit ihr und sie ist dann da aufgewacht. Und wir wollten den Teleporter benutzen und der Typ hat da was dagegen und deswegen ist er auf uns drauf gesprungen. Jetzt sind wir im Knast. So he's gonna talk to this guy twice. He's gonna give him a letter as well as open the way out of this jail. And he won't read the letter till later. You have to read it for quest stuff. But he'll read it when he goes into the menu for. Ich hab da im Comment, also Main Commentary, gerade irgendwas von einem Brief gehört oder Buchstaben, also Letter. Ja, er hat eben gerade uns einen Brief gegeben, den wir lesen müssen für eine Quest und so weiter und so fort. Ah, okay. Damit es nachher weitergeht. Aber das machen wir dann nachher, wenn wir Menü machen müssen. Okay. Also den müssen wir wirklich aktiv auch gelesen haben dann. Genau. Okay. Jetzt ist er einfach weg, der Typ, der beim Teleporter war. War einfach nur da, um dass wir den Brief kriegen. Alright, so coming up to Mopignon, the Mushroom. So this guy really sucks. He can do one of several things at the beginning. Oh, aber wir nähern uns auch so langsam dem Ende von dem Run. Wenn ich mal so auf die Estimate gucke und auf die aktuelle Zeit, so drei Viertel ungefähr haben wir schon hinter uns jetzt. Oder fast exakt drei Viertel. Here he has to answer these questions in a very specific sequence. Mopignon's just constantly trying to trick him. In fact, the item he gives him is also a trick. Quote has to check to make sure it's a trick. Was würdest du sagen, wie optimiert der Run, also zumindest der Weltrekord oder seine PB ist? Ist da noch sehr viel Luft nach oben oder ist man da wirklich schon an der Grenze? Da ist nicht mehr viel zu machen, weil das Spiel schon so lange draußen. Wurden halt schon so viele Speedruns gemacht, das ist nicht mehr viel. Okay. Es scheint ja auch nicht allzu glitchanfällig zu sein, ne? Also sowas wie Damage Boost, okay. Aber so wirkliche Glitches, dass man irgendwo mal komplett out of bounds gehen kann oder so, scheint es ja hier gar nicht zu geben. Also glaube ich auch nicht, dass da noch, weiß ich, was für ein bahnbrechender Glitch irgendwie gefunden wird. Aber man soll natürlich niemals nie sagen, kann immer mal passieren, aber die Chance ist halt doch eher gering. Ja. Jetzt, da man ja jetzt den Booster hat, braucht man halt den Maschinengewehr nicht mehr so viel benutzen. Aber du kannst trotzdem den Maschinengewehr benutzen, um dann halt schneller nach unten zu fallen und sowas alles. Bei dem Zwischenboss oder Bosskampf da eben hat man auch ganz gut gesehen, wie wichtig der Waffenwechsel ist. Da hat er ja immer auf den geschossen mit dem Maschinengewehr, hat dann aber zwischendurch immer wieder zum Feuerball oder so gewechselt. Ich weiß nicht genau, welche Waffe das war. Und da ist halt das Timing und die Durchführung halt sehr wichtig, um wertvolle Sekunden zu sparen in solchen Kämpfen. Wenn man darauf an ist, meistens eigentlich der Raketenwerfer. Achso, okay. Also sagen wir mal so, der Weltrekord zur Zeit ist jetzt ein Jahr her von dem Spiel, also Best Ending. Allgemein, die ganzen sind alles ein Jahr schon her und so weiter und so fort. Da hatte er eben irgendeine Dialogoption. Ich meine, man kann jetzt natürlich nicht lesen, was es genau war, aber weißt du, wie viel Zeit es kosten würde, wenn man da das Falsche auswählt? Dialoge sind hier meistens sehr kurz gehalten, also eigentlich nicht so viel. Okay. We have a $50 anonymous donation. Nothing more to say, but you are awesome. Thank you for this event. Thank you for the donation. So he just lost level 3 machine gun, but at this point it's im Mainstream werden übrigens gerade ein paar Donations vorgelesen. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass im Spiel an sich gerade nichts passiert. Deswegen sind wir jetzt gerade selber auch ein bisschen ruhiger. Aber falls was passieren sollte. Aber jetzt machen wir halt so ein paar Quest-Sachen, die wir dann halt brauchen nachher und so. So ein bisschen, ich nenne es einfach mal Roll-Up, so ein bisschen ja, die letzten Vorbereitungen treffen. Jetzt haben wir auch eine Mimiga-Maske auf, damit die Mimiga nicht böse auf uns sind. Und das ist die eine Dame, die Mimiga war.
ihr eingesperrt wurde. Ah, okay. Der eigentlich haben wollten. War eigentlich ein Mensch. Er hätte das erahnt. Haben dadurch die falsche geklaut. Weil die beiden fast gleich aussahen. Oh, Story-Twist quasi. Da du jetzt auch die Mimiga-Maske hast, redet auch dieser ältere Mimiga mit dir, weil er hat Angst vor Menschen. Okay. Der Roboter dann. Alright, Shadex finally has everything he needs to make this rocket. So again, this part is really long, but it's a really good break because right after this, it's just constant. Helfen wir ihr halt was zu bauen und alles. Mhm. Diese Discs da unten, wofür sind die eigentlich? Das sind Speicherpunkte. Ah, okay. Ja gut, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Die benutzen wir halt aber nicht. Weil, wieso denn auch? Oh. Gibt's denn an irgendeiner Stelle im Run eine realistische Chance, dass wir mal sterben? Also, ja, wo es wirklich riskant wird? Ja, immer mal wieder hier, ne? Wenn du bei den Gegnern bist, siehst du ja, manchmal hat er nur 3 Leben, manchmal hat er nur 1 Leben. Kann immer mal passieren, dass man stirbt. Okay. Und jetzt haben wir halt diese Rakete freigeschalten, damit wir hier durchkommen, weil das ist der von der Doktors Hauptquartier und hat man ja gesehen, wie das gesichert worden ist. Okay, hier hat er tatsächlich dann mal gespeichert eben. Ja. Wird man wahrscheinlich in einem Weltrekord-Run nicht machen, weil es einfach ein kleines bisschen Zeit kostet, aber für so einen Marathon ist es natürlich sinnvoll. Hier kann man halt schon sehen, hier muss man wirklich gut mit dem Booster arbeiten, wenn man... Mhm. Okay. Die Waffe ist auf Level 1, ich weiß nicht. Weil, ja, das ist die Klinge, das ist kein Problem. Wie man hier sehen kann, die roten Stacheln tun uns weh. Das rote Wasser tut uns weh. Das rote Wasser, ich würde sagen Lava, aber... Lava, ja. Lava kann man sagen, glaube ich auch. Man weiß halt nicht, dass es Lava ist. Es ist halt statisch. Ja gut. Sagen wir einfach, dass es Tomatensaft und dann kann ich es verstehen, dass der weh tut. Tomatensaft ist ekelhaft. Kein Rot. Was? Alles klar. Achso. Flüssiges etwas Ende, genau. Wir hier sehen, haben immer schön viele Gegner. Very nice. That was great. Ich wusste, dass irgendwas kommt, wie das von Malatus. Tomatensaft ist lecker. Ich mag Tomaten generell nicht. Gar nicht. Sind mal hier die ganzen Mimiga schon alle verwandelt. Mhm. Hier ist Misery. Der Film? Nee, die heißt Misery. Das ist das erste Mal, dass wir gegen sie kämpfen. Aber sie hat einen Damage Cap. Okay. Damage Cap heißt in dem Fall? Also sie kann pro, dass man sie angreifen kann, nur ein bisschen angreifen und irgendwann mal funktioniert nichts. Ach so, okay. Und aber wenn sie halt diese runden Kreise, diese schwarzen Kreise feuert, gibt es kein Damage Cap. Ah, okay. Also scheint, also der Kampf scheint generell sehr gut gelaufen zu sein. Ja. So wie die Reaktion kam sehr früh. Und hier ist der Doktor mit seiner Maske. Okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Also der Sprite an sich. Here's the doctor. You just kind of mash on him until he's dead. He wants to get hit by the crystal because the crystal only does one. Here's that doctor. Ist aber noch nicht der finale Boss oder so, ne? Nee. Ja gut, dann wäre jetzt Best, auch. Das Best Ending hat noch ein extra Endboss. Ah, okay. Aber wäre das der ursprüngliche Finalboss hier? Ja. Okay. Das sieht nämlich irgendwie so nach Finale aus, deswegen frage ich. Aber man. Wenn man halt sehr genug mashen kann, ist es halt, ne? Das ist der Cringe Lord, genau. Hier. Der untote Kern. Oh. Aber spätestens jetzt hätte ich auch gewusst, dass das jetzt der finale Boss sein wird, weil es im Mainstream auch gerade kurz erwähnt wurde. Ist denn genau in dem Moment Time, in dem das letzte bisschen Energie verloren wird, oder kommt danach dann noch irgendwas? Meistens ist es, wenn der letzte bisschen Energie, aber das ist
Ich habe falsch gesagt, es ist noch nicht der letzte Boss. Okay. Ach so. Okay, aber dann wurde es im Mainstream eben irgendwie auch falsch gesagt. Oder ich habe es falsch verstanden. Was wahrscheinlich ist. Wow, was für Deutsch. Egal, ihr wisst, was ich meine. Man ja sehen kann, mit einem Totenkopf. Blade is a really good weapon. Man muss halt aufpassen. Misery ist da, denn der Mimiga wurde auch schon wieder mit den roten Blüten verwandelt, aber man versucht halt, den Mimiga nicht zu töten. Okay. Oder naja, es ist halt nicht wichtig, die zu töten. Weil da kann man leicht ausweichen. So, der Kampf schien auch ganz gut zu laufen. Ja. Und dann dürfen wir jetzt definitiv so im finalen Abschnitt sein. Die letzten, ja, ich sag mal, die letzten paar Minuten. Ja, jetzt ist so wie bei Metroid. Danger, danger! Achso, eine Fluchtsequenz, ey. Ja, aber ohne Zeit. Oh, na gut, das ist ja fast schon langweilig dann. Ja. Aber sagen wir mal so, wir haben ja jetzt den Kern zerstört. Und die Sache ist die, wir sind auf einer fliegenden Insel. Und der Kern hat am Fliegen gehalten. Dann kann man jetzt verstehen, weswegen hier alles drunter und drüber geht. Ach so, ah ja. Dann macht es tatsächlich auch Sinn. Die Insel geht jetzt gerade ein bisschen sehr weit nach unten. Und dann nochmal einen Energiecontainer eingesammelt. Ja, yeah, das ist einer der Parts, die RNG ist. Weil die Blöcke, die runterkommen, sind RNG. Ah, okay. Das erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Wonderboy the Dragon's Trap. An eine bestimmte Szene dort. Take damage again because it resets your iframes. This room just sucks. Und halt, okay. Hier sind sehr viele Textboxen, weil Curly mit dir die ganze Zeit redet. Bloß das Problem an der Sache ist, wenn du getroffen wirst und eine Textbox kommt, dann kannst du gleich wieder getroffen werden. Ach so. Okay. Das heißt, du kriegst halt auch zweimal angegriffen. Aber wahrscheinlich fällt dann einfach diese Invincibility, also diese Unverwundbarkeitszeit nach dem Trepper einfach weg. Ja. Also würde ich jetzt vermuten und ja. Wie man jetzt hier sehen kann, hilft uns Curly gerade zu feuern. Schießt dann immer nach hinten. Da wo wir nicht hingucken. Sind Curlys Schüsse denn stärker als unsere eigenen? Nein. Okay, gut. Sonst sind an sich ganz gut gebalanced wie unsere. Ja, ansonsten könnte man sich diese Mechanik hier an der Stelle auch gut zunutze machen, indem man halt, weiß ich, immer in die, also von den Objekten wegschießt, die man eigentlich beschießen will. Ja, jetzt hat er sich ein bisschen Heilung geholt. Und Haihappen bitte erstmal mal kurz nachfragen. Das ist nichts für uns. Ja, ich sehe es auch gerade. Na gut. Aber so generell, falls ihr einen Link schicken wollt, außer speedrun.com-Links, die sind bei uns gewitelistet, also die könnt ihr ruhig posten. Ansonsten immer kurz mal nachfragen. Oh wow, was sag ich denn? Wir sind immer noch nicht beim Endboss. Okay. Aber jetzt so einen großen von diesen Bombs. Bombs, der jetzt durch. Und das sieht jetzt aus, als wenn wir quasi jetzt zum Endboss runterfallen. Ja, wir gehen jetzt so langsam zum Endboss. Hier war ein Hund, ein magischer Hund. Hier kommt der Endboss. Okay. Balos. Er sieht ein seltsam Dämon aus. Der den Doktor korrumpiert hat mit der Maske. Der denn dadurch die Mimigas hier gekidnappt hat und so als alles. Mhm.
Der Fight war... war ekelhaft. Okay. hast du da mehrere Anläufe für gebraucht, oder hast ja. Okay. Ich sehe auch, der hat eine Menge Energie auf alle Fälle, eine Menge Leben. Ja, er hat, er ist eine Menge Leben und... Ja, die Sache ist die. Oh, yeah. Oh, jetzt. Es sind halt viele Projektile, die da sind. Das war's. Hm, okay. Ah, dann dürfte jetzt gleich Time kommen. Time, okay. Unter einer Stunde geblieben. Sehr schön. Oh, wow, der PC hat sogar Sicherungen innen drinne. Was hat der? Sicherung mit drin, also so. Ach so, ach dein PC. Ja. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä, welcher PC jetzt hier? Ich dachte hier von den GDQ-Leuten. Der hat bestimmt auch eine Sicherung. Ja gut, das kann natürlich sein. Wer weiß? Ja, dann kannst du es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr abwarten, den PC aufzubauen. Ja. Wie gesagt, ich kenne so ein Gefühl. Ich will dann da auch mal hin. Wenn man dann im Commentary steckt, ist natürlich eigentlich ein bisschen doof. Ist kein Problem. Ich